Willkommen zurück zur Mr. Power Rüstung in diesem Spiel, das ich davor vorhin. Wir haben gerade Virgil getroffen, der weiß, wenn man ins Institut kommt oder nicht. Seines Zeichens intelligenter Supermutant, also relativ selten. Aber er sieht ehrlich gesagt eher aus wie ein Ork als ein Supermutant. Na gut, der hat uns gerade gefragt, ob wir wissen, wie die Synths reinkommen. Wir wissen, dass sie Teleporter verwenden, glaube ich. Ja, die verwenden so einen Teleporter. Sieh an. Von dem wissen nicht viele, das ist ziemlich geheim. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Er wird gemeinhin als Molekulartransmitter bezeichnet. Ich verstehe nicht wirklich, wie er funktioniert, aber er tut es. Entmaterialisiert dich an einem Ort und materialisiert dich an einem anderen. Hört sich verrückt an, ist aber wahr. Der Transmitter ist der einzige Ein- und Ausgang des Instituts. Verstehst du? Der einzige. Und das heißt, dass du ihn verwenden musst. Also, hast du je einen Institutsrunner gesehen? Naja, wir haben einen in Erinnerung gesehen, nicht wahr? Ein Runner? Was ist das? Noch ein Geheimnis des Instituts. Runner sind Synths des Instituts, die nur einen Zweck haben. Sie sind Jäger. Wenn ein Einsatz in die Hose geht oder ein Synth vermisst wird, dann schicken sie einen Runner. Sie sind sehr gut darin, was sie tun. Und du musst einen von ihnen erledigen. Aber dann müsste ich erstmal einen finden, oder? Warum muss ich das? Weil die Teleporter dabei haben, nehme ich mal stark an, oder? Ist das überhaupt möglich? Sie sind nicht unverwundbar. Also ist es technisch gesehen möglich. Ob du es schaffst, wird sich zeigen. Jeder Runner verfügt über besondere Hardware, die direkt mit dem Transmitter des Instituts verbunden ist. Du brauchst diesen Chip in ihrem Kopf. Aber dafür brauchst du erst einen Runner. Ich weiß allerdings nicht genau, wo man einen findet. Sie haben mir keinen auf den Hals gehetzt. Und hier herumzusitzen ist wohl auch keine Lösung. Du musst Jagd auf einen machen. Ich kann dir sagen, wo du am besten anfängst. Und dir auch helfen. Aber die Drecksarbeit musst du selber erledigen. Das ist ja auch sehr, sehr interessant, dass sie... Wie wichtig sind denn die Synths im Vergleich zu den Wissenschaftlern? Wenn ein Wissenschaftler entläuft und die lieber nur Kellogg schicken, anstatt die Runner, die anscheinend ihren Job auf jeden Fall fertig kriegen, das ist ja auch sehr seltsam. Ja, was? Achso, erzähl mal, Wissen. Erzähl mir, was ich wissen muss. In Ordnung. Der primäre Einstiegspunkt der Runner sind die CIT-Ruinen, direkt über dem Institut. Dorthin solltest du gehen. Der Transmitter erzeugt recht heftige Interferenzen im gesamten EM-Spektrum. Dein Pip-Boy hat ein Radio, nicht wahr? Stelle es in den Ruinen auf den unteren Frequenzbereich ein. Und du wirst die Interferenzen hören. Folge dem Signal bis zu einem Runner. Dann musst du nur noch nicht draufgehen. Ich sage es dir ganz offen. Deine Chancen stehen schlecht. Aber wenn du es schaffst, denk an das Serum. Ich brauche es dringend. Ich hoffe wirklich, dass du findest, wonach du suchst. Er hat übrigens keine Holzkeule an Gürtel. Er hat tatsächlich nur wie Besteck und einen Sack auf dem Rücken. Vor allem die älteste Maschine überhaupt. Ach, das ist Curie schon wieder. Hey! Du brauchst etwas, oder? Kann ich Ihnen helfen? Ihnen? Meinung? Was meinst du? Meine Systeme brennen darauf, neue Daten zu erfassen. Dieses Reisen gefällt mir sehr gut. Ist zwischen dir und mir... alles in Ordnung? Ich finde dieses Reisearrangement ziemlich angenehm. Ja. Alles. Mehr gibt es nicht. Wenn du das sagst. Das ist großgrün hässlich. Keine Ahnung, die Brille steht den Typen da auf jeden Fall gar nicht. Ja, ich glaube, der hatte nur begrenzte Auswahl an Brillen. Dann können wir die Virgin noch ein bisschen mehr ausmachen. Haben wir hier noch Tesla's Vorteil. Ausgezeichnet. Jawohl, mehr kritischer Schaden. Kann man aus diesen Comic-Heften etwas lernen? Haben sie einen wissenschaftlichen Inhalt? Du wärst überrascht, Curie. Er hat ein Radio. Wie hat man denn bitte schön hier mitten in der Strahlenhölle Radioempfang? Also, was hat er denn so in der Krone? Ja, nicht so doll. Das ist sein Bett. Er schlägt doch ein paar. Muster. Supermutanten Fliegerkappe, okay. Oh, guck mal, Katzenbilder. Ein Generator hat er sich mitgeschleppt. Oh. Viel Glück bei der Suche nach einem Runner-Chip. Du wirst es brauchen. Ja, das Problem ist, dass ich Leuten sehr oft in den Kopf schieße. Das ist unpraktisch. Unterschätze einen Runner nicht, wenn du auf einen triffst. Tod nützt dir der Chip nichts. Da kann ich Ihnen noch ein bisschen was machen. Viel Glück bei der Suche nach einem Runner-Chip. Das ist alles, was Virgil mir sagt. Du wirst es brauchen. Warte mal, hier haben wir noch einen Terminal. Okay. Ich wollte gerade rübergehen, dass wir so wenig Informationen hier rausgeholt haben. Protokollantrag 1.
Habe altes Terminal im Werkstatt gefunden. Musste repariert werden. Läuft jetzt. Schwer zu tippen. Finger zu groß. Such noch immer Material für Serum. Letzte Hoffnung. Protokolleintrag 2. Material schwer zu finden. Leuchtendes Meer zu mitgenommen vom Krieg. Diese Vogeln haben nicht vollständig bedacht. Haben nur an Überleben gedacht. Sicher von allein, die mir folgen wollen. Vielleicht können die Leute im Krater helfen. Geistig instabil, aber offensichtlich immun gegen Strahlung. Holdren werden sie lieber. Hoffentlich haben die eine große Tastatur. Kinder des Atoms können nicht helfen, brauchen auch verzweifelt Material, sind aber zu stolz, es zuzugeben. Verlieren gelegentlich Gefühle in Gliedmaßen. Kurze Erinnerungslücken, versuche positiv zu bleiben, aber wenn Zustand weiter schlechter wird, muss Serum bald reproduzieren. Kann das Serum hier nicht herstellen, hab keine Werkzeuge, Hände zu ungeschickt für komplizierte Vorgänge, tippen wird schwieriger, macht mich wütend. Komme nicht mehr rein, um ursprüngliche Serumprobe zu holen, muss in Erwägung ziehen, dass mein Zustand dauerhaft sein könnte. Boah. Also scheinbar hat er offensichtlich mit dem FEV-Virus rumprobiert. Ich meine, prinzipiell ist er ja... Das ist wahrscheinlich eine Fortsetzung von das Sworn-Experiment. Wir wissen ja von Sworn bereits, dass der... Das Sworn war ja auch irgendwie... Das war anscheinend der Supermutant, der erstmal intelligent war. Und dann irgendwie nicht mehr. Andererseits, es muss auch andere intelligente Supermutanten geben. Wir erinnern uns an Fox. Das und den in New Vegas, den einen Supermutanten anführt. Die New Vegas waren die meisten Supermutanten ziemlich intelligent, wenn ich so darüber nachdenke. So, wo müssen wir jetzt hin? Die CIT-Ruinen, wo sind die überhaupt? Das, CIT-Ruin? Holla? Wo sind die denn überhaupt? Wo wohnt denn das MIT überhaupt, nebenbei bemerkt? Wo wohnt denn das MIT? Wie gibt es zum CIT? Genau, wo ist denn das überhaupt? Warum heißt es eigentlich nicht? Lol, das ist da? Das hab ich schon dreimal rumgerannt. Ach, oh! Ich glaube, ich weiß was. Das ist da, wo dieses große Loch ist. gut, dann zum Combat College. Dann gucken wir mal weiter. Ich bleibe am besten mal in der Power-Rüstung. Das sieht hier wie so eine Mission aus, wo man weiterhin eine gute Rüstung gebrauchen könnte. Also eine Straße sieht mir so. Das wäre schon mal viel wert. Strahlung ist meh. Strahlung ist doof. Strahlung tut weh. Nee, ich mag keine Strahlung nicht. Strahlung ist doof. Was? Wer hat sich heute entschieden, keine Hose anzuziehen? War bisher eine gute Entscheidung. Ich habe heute eine Hose angezogen. Hey, der Typ sieht ein bisschen aus, wie er aus Mad Max entflohen. Ja, doch, ziemlich. Vor allem, er ist sogar so dramatisch im Wind weht er umher. Toll. Man kann Nahkampfangriffe blocken? Gut zu wissen. Ist den Geldbelohnung gemein, auf eine Hose zu verzichten? Findest du weit einen großen Anklang. Wenn es bloß nicht so kalt in diesem Land wäre. So. Curry? Da war ich echt noch nie. Wie hab ich das denn geschafft, diesen Ort da andauernd zu vermeiden? Ach, wie schön sonnig das hier ist. Hä? Ich hab was gehört. Hast du nicht? College-Rechtsbüro? Also wie macht's ja auch. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Keine Ahnung. Ich glaube, du siehst Gespenster. Hören! Ja, schon möglich. Ich muss mit dem Jet aufhören. Jetzt fang nicht an durchzudrehen. Muss den Jet aufhören. Dreh ich durch! Oder haben wir hier nicht neulich auch ein, also ganz am Anfang des Spiels, haben wir hier nicht auch ein... Wie viel von diesen Instituten ist eigentlich noch da? Guck mal, das steht ja hier. Das sieht doch richtig gut aus, oder? Dass ich das mal so angucke, das ganze Gebäude steht quasi komplett noch. Sogar mit den Säulen und allem drum und dran. Da fehlt quasi gar nichts. CIT-Rotunde? Hä? Also von Ruinen kann man bis jetzt noch nicht sprechen. Von außen sieht das Gebäude quasi tadellos aus. Hat man auch selten. Kunst? Hier drin sieht es vor allen Dingen auch schön aus, ob die Leute Angst haben vor dem Institut, also vor dem ursprünglichen Institut. Mal gucken, irgendwie noch. Nehme ich mit. Der Ventilator funktioniert jetzt nicht unbedingt, aber. Hä? Die Hallen? Ich muss hier wahrscheinlich irgendwie nicht. Nee, ich bin hier, glaube ich, falsch, oder? Weil die Rotunde, hier ist ja nicht viel los. Hallo? Ah, Sense. Ja, da wurde noch gescheit gebaut, ohne das Presseholz. Okay, anscheinend gilt das Rumgeballern nicht mir. Oder Zins tickt normal so, ticken neuerdings total aus und ballern einfach mal lustig in der Landschaft rum. Eigentlich müsste ich mir da wieder hochlevelig genug sein, um so. Terminiere sämtliche feindliche Lebensformen. Gegen was schießen die? Ich glaube, ich habe gerade einen Supermutanten gehört. Aber ich glaube auch. Ich halt auch nicht mehr. Legendärer Supermutanten-Scharmützer. Guck mal, schon wieder diese komischen Art Deko-Statuen. Die finde ich mega unheimlich. Wir sind möglicherweise nicht allein. Meinst du, Shiri? Na, ich warte mal, bis sich das beruhigt hat. Wo du hin, hä? Ich dich finde.
denn da hoch eigentlich? Ach ja, ich habe eine Treppe gefunden. Du mir beim Sterben in die Augen sehen! Stehen! Heute kein Kampf. Was habt ihr gerade gemacht, Freunde? Fusionszellen. Sie tut Gewehr sogar. Also wie habe ich das Gefühl, dass das Zins und Dings nicht so gut abtauschen miteinander. Also Zins und Supermutanten, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Supermutanten Zins doch ein bisschen überlegen sind, weil die haben zumindest überlebt. Was wo ist denn? Das? Ach, da oben. Ist ja nur ein normaler Broschi. Jemand da? Nein, was? Nein. Wer da sein? Nix gewesen. Sag ich doch. Beruhigt euch wieder. Eigentlich ist da unten meine Tür, aber das ist... Wenn ich hier oben sowieso schon mal bin, kann ich mir gleich noch ein bisschen... Ohne wieder spielen Streich. Müssten die Ohren von Supermutanten eigentlich nicht mega gut sein? Was haben wir hier für ein kleines Kabuff? Also er hatte hier irgendwann mal Fenster, aber irgendjemand ist anscheinend vor dem Krieg auf die Idee gekommen, die Fenster von außen zuzunageln. Das ist eigentlich recht beeindruckend, oder? Also das ist so vorher. Der erste Kern ist immer noch nicht alle. Haben die so irgendwie zwischendurch mal einen Patch reingeschmissen, dass die Kerne länger halten? Kommunismus is coming. Das ist natürlich auch ein schönes Bild. Ich bewundere immer wieder die Essenskünste der Vorkriegszeit. Es ist etwas in der Nähe. Identität unbekannt. Oh, hier waren doch einige. Dum, 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 dum. Tja, Freunde. Oh, jetzt habe ich stark schon mit dem. Was soll man hier? Aber wie gut ist, sind gar nicht mal so mein Problem. Also wie waren die Supermutanten auch mal stärker? Oder haben die hier schon wieder ein Level Cap und ein bestimmtes Level? Und da ich, dass ich hier, glaube ich, ein bisschen spät bin, bin ich hier leicht overlevel. Männer sind auch nicht mehr das waren. Der moderne Mann kann auch emotional sein. Dem ist es erlaubt. An Valentin ist auch ein bisschen traurig zu sein, wenn er allein ist. Aber ich habe ja euch, liebe Zuschauer. Alles gut. Das wär's. Also du lieber Zuschauer auf YouTube, ich hab's hier immer noch. Bin ich geschickt mit einer Arklammer? Ja, vielleicht bin ich noch geschickter mit mir. Die Aufnahme hier ist immer noch am 14.02.2016. Was haben wir hier? Das war ja noch ein Legendärer. Wie viele Legendäre haben wir denn hier noch umgehauen? Den Mütterplatz habe ich ja nicht noch. Ja, solange ich nicht auf meiner Pause und raus muss, ist alles gut. Was haben wir denn hier oben alles? Was für mein Blatt. Oh, das ist hart. Rock, das ist aber ein harter Schuss. Also Rock Zoll hat gerade den folgenden Spruch geschrieben. Wenn man ein Glas Bier trinken möchte, muss man ja nicht gleich die ganze Kneipe kaufen. Ah ja. Das ist auch eine Möglichkeit, das zu sagen. Oh Mann. Na gut, gucken wir nochmal uns den Institutkeller an. Vor allem, das ist die komplette... Wann haben die das Institut versiegelt, dass man wirklich nur noch mit dem Teleporter reinkommt? Das Problem, was ich möglichst mit Teleportern ist so eine rein metaphysische Sache. Hm? Wenn man nämlich davon ausgeht, dass das Lebewesen tatsächlich vielleicht doch eine Seele haben, dann in dem Moment, in dem man irgendjemand den Molekül zersetzen, woanders wieder zusammensetzt, sind zwar alle Erinnerungen da, aber ist es denn noch die gleiche Person? Schwimmt die Seele mit oder nicht? Achso, wir gehen einfach wieder raus. Na gut, war so. Aber dann hättest du eine ganze Kneipe für dich und deine Freunde. Die du dann Puzzle nennen könntest. Was? Puzzles? Ich glaube, der Witz entgeht mir gerade. Sommer könnte man wirklich ganz gut gebrauchen. So, wo muss ich denn jetzt hier eigentlich genau hin? Oder ist das wieder so ein Questfall, der ausnimmt? Ach nee, warte, ich muss abbrechen. Nee? Hä? Das ist ja richtig weit weg noch von hier. Ich dachte, ich stehe quasi schon da. Aber die Tatsache ist hier alleine schon. Ach, hier ist die CRT-Ruine. Ach ja, genau hier. Jetzt muss ich in den Keller, oder was? Ach ja, jetzt soll ich mir das Warner-Signal holen. Okay, gut. Müssen wir mal kurz das Radio wieder anmachen. Die Runner machen dauerhaft ein Signal. Eigentlich nicht schon mal. Eigentlich könnte ich die Position des Runners auch ein bisschen auch triangulieren, indem ich einfach kurz in jede Richtung mal kurz laufe und sehe, welches stärker wird. Aber triangulieren ist langweilig und kostet vor allen Dingen Zeit. Einfach grob in die Richtung laufen, in der man denkt, die richtige ist, denn.
da vorne. Das ist eigentlich ein Dings, das. Ich hab jemand Klatsch und ihre Jungs drüben bei Backstreet Apparel unter die Erde gebracht. Ohne Scheiß. Mhm. Bis zum letzten Mann. Nein, du darfst nicht sterben. Tja, das hättest du dir vorher überlegen sollen, ob du sterben darfst. Oh, es wird gleich zum Kampf kommen. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Bob. Curie, haben wir es dann bald mal? Ich werde diese Protokolle später auf relevante Daten prüfen. Ich schon mal viel zu oft. Ich rechne wieder, dass die Gegner noch einen Schuss mehr überleben, dann hau ich noch raus. Soll ich annehmen, wie uns unsere Reise geht? Obwohl die Tür hier ist zu, wa? Ja. Aber wir wollen wahrscheinlich in dieses Gebäude rein. Ah, da haben die, da hat sich das Institut eigentlich ganz schön gut versteckt, dass sie das. Dass hier noch ein paar Raider vor der Haustür stehen? Schokohorn ist manchmal Schwein. Ich hätte erwartet, dass ein Schokohorn größtenteils Schokolade ist. Obwohl, das ist ja dann Kannibalismus, oder? Wenn ein Schokohorn selber Schokolade ist. Hä? Signalstärke bei 60%. Hä? Da muss ich doch weiter in die Richtung. Oh. Achso. Ich kann ja keinen Schaden, die Störe zu nehmen. Dachtest du, du könntest dich verstecken, was? Ich muss nicht unbedingt den Helden spielen. Ich muss das nicht haben. Leite aus euch Manöver ein. Ja, mach mal, Güri. Also das Warnsignal hätte ich auch nicht vorher entdecken können. Das ist ganz schön weit weg, ne? Das ist, ich hätte nicht gedacht, dass ich da so weit laufen muss für. Oh. Was? Green Tech Genetics. Okay, jetzt habe ich leicht Angst. Mr. Handy. 89%, 90%. 90%. Na, ist das die Tür da vorne? Wie viel Stärke? 86. Okay, doch in die andere Richtung. Hey. Oder wir gehen einfach in dieses Gebäude hier rein. Das könnte natürlich auch sein. Aha! Green Tech Genetics, also doch. Na gut, wie du musst sein. Das können wir aber auch alles in der nächsten Folge machen, wenn es dann wieder ist. Fallout 4. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Tschüss.